Erstes Testspiel für die Spielvereinigung Frechen 20 und da fehlt auch noch Trainer Skorenski aus. Er wird durch seinen Co-Trainer heute vertreten und dann geht es auch noch gegen die Regionalligamannschaft des 1. FC Köln, der sofort brillant startete. Marius Laux hier mit dem Kopfball, der 32-Jährige mit dem 1:0 nach nur wenigen Minuten. Da war schon so ein bisschen die Luft raus für die Gäste. Hier sehen wir nochmal die Flanke. Gut reagiert vom Routinier und da steht Torwart Tobias Zilken nicht ganz so 100% richtig, macht aber nichts, denn Köln macht einfach munter weiter. Prokop hier mit der Chance, aber da ist Zilken dann mal zur Stelle. Fußball im Schneegestöber, die Mannschaft von André Pavlak hat Spaß dran gefunden, Flanke Geimer und wieder ist Tobias Zilken da, der die beste Leistung bei Frechen 20 hat. Hier ist er weiter unter Druck, aber diesmal liegt es wieder an Roman Prokop, dem Kapitän, dass es jetzt nicht 2:0 steht. Hier sehen wir jetzt Dennis Akray, den Co-Trainer der Mannschaft. Der seinen Trainer vertritt, er hat versucht in der Halbzeit System reinzubringen, aber geklappt hat es nicht wirklich. 2:0 in der 61. Minute, Adrian Söke macht das gut, rutscht da rein und die Verteidigung der Spielvereinigung nicht so wirklich auf der Höhe. Aber das ist ja auch ein Klassenunterschied. Frechen gut auf Platz 6 in der Regionalliga und Köln, die spielen um den Abstieg in der Regionalliga. Und sie machen weiter. Sie nehmen den Schwung mit. Nächster guter Ball. Klasse kombiniert. Und da ist auch schon das 3:0 gefallen. Leon Augusto nur eine Minute später. Jetzt haben sie einen Lauf. Gute Spielbedingungen heute, obwohl viele Spiele abgesagt wurden. Der Platz wurde vorher freigemacht. Auch für ihn. Für Leon Augusto, der den Ball hier wunderbar verarbeitet. Dann noch einmal diese Ecke für die Kölner, die dann letztendlich nicht so viel erfolgsversprechend sein sollte. Aber dann kommt nochmal Frechen mit einer großen Chance. Und da war das erste Mal gefordert. Julian Roloff im Tor der U21 hat er gut gemacht. Das war es auch schon. Köln siegt mit 3:0 verdient und Dennis Akray, der hat nicht mehr viel hinzuzufügen. Auf jeden Fall war es ein schwerer Gegner für uns heute, haben wir auch erwartet. Wir wussten, dass wir einige Probleme bekommen werden, haben wir auch echt bekommen und heute konnten wir nicht so spielen, wie wir wollten. Haben wir. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.